machen heute dieses Mau-Mau-Spiel von Ass Altenburger, also eigentlich auch ideal für unterwegs, im Auto, Schulhof, am Strand, Kühlbox, Gefrierschrank oder wo auch immer ihr dieses Spiel hier zockt. Und ich sehe hier meine Birne spiegeln. Achtung, könnt ihr sie sehen? So, hier oben in der Ecke, Achtung. Das ist die Hopi-Birne. Hallo, Hopi-Birne. Okay, aber wisst ihr was, bevor ich das loslese, hä? Hopi? Nee, ich wackel hier wie blöd in der Kamera, aber ich sehe mich nicht mehr. Und das macht mich traurig. Okay. So, dann Mau Mau. An was erinnert mich das? Ja? Ja, alles endet mit Au. Wer zuerst alle seine Klamotten ablegen kann, gewinnt das Spiel. Oh, ich hab das gerade mit Strip-Poker verwechselt. Nein, vergesst das, streich das. Traum und der wahnsinnige Rupi, Zipper, warum lese ich dauernd Rupi? Ach so, weil ich der Rupi bin. Ist doch klar. Was haben die mir heute ins Essen getan? Gut, das arme Schäfchen. Schäfchen. Obwohl, Schafe verkacken immer die Liegewiese, wo ich bin. Ja, auch immer. Farbwahl. Und hier sehe ich gerade unter der Kamera von Berg. Oh, Fischbeinchen. Was hat er denn? Ja, was hat er denn? Was hat er denn? Fischi. Voll nette Karte. Oh, 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 Schmacht. Und herzerweich ist ja der Hammer. Schon wieder er? Nett gewählte Bilder, vor allem auch mal andere, wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir ihn schon zum dritten Mal. Was denn? Hab ich hier nicht, war hier nicht? Angucken und dann gibt es auch noch hier dieses große Battle Game. Jetzt stelle ich die alle noch mal hier nebeneinander. Stehen.